IFRS 16? Was ist denn das? Das ist eine neue Regelung, die vielleicht auch dein Unternehmen betrifft. Du nutzt doch auch Leasing, oder? Ja, stimmt. Wieso? IFRS 16 ist der neue Standard zur Bilanzierung von Leasingverhältnissen. Er betrifft in Deutschland alle Unternehmen, die nach IFRS bilanzieren oder an der Börse gelistet sind. Und worum geht es da genau? Dabei geht es um die Art und Weise, wie Leasing zu bilanzieren ist. Und wie funktioniert das dann? Bisher wurden nach IFRS zwei Arten von Leasingverhältnissen unterschieden. Beim Finanzierungsleasing wurde sowohl das Leasingobjekt als auch eine Leasingverbindlichkeit in der Bilanz ausgewiesen. Beim Operating Leasing hingegen wurde nur der Leasingaufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt. Das Operating Leasing war also nicht in der Bilanz sichtbar. Ab dem 1. Januar 2019 wird es die Unterscheidung aus Sicht des Leasingnehmers nicht mehr geben. Alle Leasingverhältnisse werden ab dann in der Bilanz durch ein Nutzungsrecht und eine Leasingverbindlichkeit ausgewiesen. Dann sind also alle Leasingverhältnisse in der Bilanz des Leasingnehmers sichtbar. Okay, verstehe. Und dadurch sind dann die Zahlen verschiedener Unternehmen besser vergleichbar. Ganz genau. Du steuerst dein Unternehmen und verwaltest deine Finanzen genauso wie davor. Ist dann jedes Leasingverhältnis von der neuen Regelung betroffen? Nein, es gibt zwei Ausnahmen. Zum einen, wenn der Wert des Leasinggegenstands unter 5.000 US-Dollar liegt und zum anderen, wenn die Leasingdauer 12 Monate oder kürzer ist. In diesen Fällen ist ein Leasingverhältnis von der Regelung nicht betroffen. Am besten du sprichst mit deinem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer. Ich habe das auch schon gemacht. Das werde ich tun. Du wirst sehen, auch wenn IFRS 16 die Bilanzierung von Leasing verändert, es lohnt sich weiterhin. Einfach, schnell, persönlich. Grenke, Ihr Partner, wenn es um Leasing geht.